Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. Ja, und ich ist einfach, es macht mir richtig Spaß. Also ich finde es einfach klar, jetzt am Anfang müssen wir natürlich viel labern. Hier diesen Pal Parves, mit dem sollen wir natürlich sprechen, der soll uns ins Lager bringen, hat ja der andere Pal gesagt. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Labert er uns erstmal direkt an. Also, was ist denn der rechte Weg hier, ne? Und was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien. In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen, falls du es wünschst. Na, sehr gut. Also der bringt uns schon mal dann zum Lager. Und was haben wir? Wer ist der Schläfer? Ich will mir das ansehen. Das machen wir natürlich später, wenn wir hier erstmal durch das Lager durch sind. Oh, ja. Was hätte ich davon, mich euch anzuschließen? Vielleicht bist du einer der Auserwählten, denen der Schläfer die Gabe der Magie verleiht. Oder du erreichst die höchsten Ehren und wirst zum Templer berufen. Nur die besten Kämpfer unter uns dürfen diese Position bekleiden. Wenn der Schläfer mit dir ist, kannst du sogar beides kombinieren. Die Besten unter den Templern haben nämlich auch die Gabe der Magie. Du siehst, in unserer Bruderschaft gibt es viele Möglichkeiten für dich. Überzeuge dich selbst davon, bevor du dich vorschnell für ein anderes Lager entscheidest. Das machen wir auf jeden Fall, aber die hören sich einfach viel zu durchgeknallt an. Komm, fragen wir ihn nochmal eben das hier. Wer ist der Schläfer? Der Schläfer spricht zu uns durch unsere Träume und Visionen. Seit er vor 5 Jahren das erste Mal mit Iberion in Kontakt trat, hat er uns geleitet. Alle Anhänger der Bruderschaft haben dem Glauben an die 3 Götter abgeschworen. Wir bitten nur noch den Schläfer um Erlösung. Erlösung wovon? Na, von diesem gottverdammten Ort hier. Der Schläfer wird uns den Weg in die Freiheit weisen. Seine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Was hat euch der Schläfer gesagt? Er hat uns in den Sumpf geführt zu den alten Tempelruinen. Dort haben wir unser Lager errichtet. Er hat uns die Unabhängigkeit gegeben. Keiner von uns muss mehr in den Minen schuften. Er hat uns die Wirkung des Sumpfkrauts gezeigt. Wir verkaufen es an die anderen Lager und bekommen dafür alles, was wir brauchen. Und er gab einigen von uns die Gabe der Magie. Einer alten, mächtigen Magie, verschieden von der, die die Magier des Reiches anwenden. Erzähl mir von der Magie des Schläfers. Diese Gabe verleiht die Fähigkeit, Dinge mit der Kraft deines Willens zu kontrollieren. Nur die Gurus unserer Bruderschaft sind in die Geheimnisse dieser Magie eingeweiht. Okay, das mit dem Bring mich in euer Lager, das machen wir später. Also, wir können ihn mal eben darauf ansprechen. Ich glaube nicht, dass er uns sofort da, oder? Ja, wir sprechen ihn später drauf an, wirklich Speicher eben. Und dann sprechen wir drauf an, weil jetzt will ich da noch nicht hin. Aber wenn wir das natürlich schon mal offen haben, die Quest. Sprichst du auch wieder nochmal mit uns? Hallo? Der letzte Scheiß. Bring mich zu eurem Lager, das will ich mir ansehen. Sehr gut. Ich werde vorangehen, folge mir. Ja, okay, dann laden wir eben, weil das war jetzt nicht sicher, ob der direkt losläuft oder ob der dann noch was sagt und sagt, so, lass uns losgehen, wenn du bereit bist oder so, ist das meistens dann. Deswegen lassen wir es einfach so. Wen haben wir denn hier? Dexter? Hey du, ich handle mit Sumpfkraut und Tränken aus dem Sektenlager. Willst du was? Früher wäre das. Okay, der hat jetzt erstmal nichts. Mit dem haben wir ja vorhin gesprochen. Also, gehen wir einfach mal weiter hier durch. Gucken hier auch immer mal in die Hütten, ob da noch wer drin sitzt. Hier diese Brettchen, wenn die anleuchten, die können wir dann, glaube ich, benutzen, um da hochzuklettern, oder nicht? Eigentlich hatte ich das gedacht. Okay, funktioniert also nicht. Also eine Leiter blinkt zumindest so auf, wenn man die benutzen kann. Wer sitzt hier drin? Die richtige Entscheidung. Naja, ist okay, wir machen schon. Ich hau nicht direkt auf die Fresse. Wen haben wir denn da? Mordrak. Warum passiert sowas immer wieder? Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Und wenn es so wäre? Ich würde gern mal die Gelegenheit haben, mit den Magiern zu reden. Ich muss in die Burg. Die Kuriere der Magier haben ein Siegel, das ihnen Zutritt zur Burg erlaubt. Wenn du einer von uns wärst, könntest du so ein Siegel bekommen.
Okay, also bei denen, beim neuen Lager müssten wir also ein Kurier werden, um zu den, um zu den Magiern zu kommen. Du hast ein Problem. Ach, und das wäre? Es gibt Leute hier, die wollen, dass du dich hier nie wieder blicken lässt. So, dann sag doch den Leuten, sie sollen jemanden schicken, der ihren Willen auch durchsetzt. Wie kommst du darauf, dass ich das nicht tue? Weil ich denke, dass du ein schlauer Junge bist. Letzte Scheiß. Du wirst schnell erkennen, dass es Besseres gibt, als für Gomez zu arbeiten. Bei uns im neuen Lager können wir fähige Leute genauso gut brauchen. Und dort gibt es niemanden, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Deine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Erzähl mir was über das neue Lager. Es ist das freieste Lager in der Kolonie. Wir haben keine Erzbarone oder Gurus, die uns herumkommandieren. Wir haben eine eigene Mine. Aber das Erz, das wir dort fördern, wird nicht an den verdammten König geliefert. Sondern? Unsere Magier arbeiten an einem Ausbruchsplan. Dafür wird alles Erz gesammelt. Während Gomez und seine Leute auf der faulen Haut liegen, rackern wir uns für die Freiheit ab. So sieht's aus. Okay. War doch klar, dass das. Und wenn ich mich dem neuen Lager anschließen wollte, könntest du mir dabei helfen? Wenn du es wirklich ernst meinst, können wir direkt losgehen. Ich kann dich zu Laris bringen. Er ist der Kopf unserer Bande. Aber wenn du lieber versuchen willst, mich aus dem Lager zu prügeln, bitte. Okay, also prügeln wir den jetzt erstmal nicht, weil der zeigt uns den Weg ins neue Lager. In diesem Lager ist nicht genug Platz für uns beide. Okay, dann lassen wir diese Quest erstmal, weil wir die doch dann erstmal, ja, beim nächsten Mal, oder wie man es jetzt, ne? Hey, Neuer, ich bin Mordrak. Meine Namen solltest du dir merken. Ich kann dir gute Ware aller Art günstig verkaufen. Dass das Ärger gibt. Okay, also können wir hier die... Komm, gucken uns mal die Ware an. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Was haben wir denn da? Zahn, Becher, Schüssel. Na, Fackel brauchen wir nicht. Guck mal hier durch, ob da irgendwas Wichtiges bei ist. Pfeil. Naja, ist ja jetzt erstmal nichts, was wir haben wollen. Da könnten wir jetzt ein bisschen was von unserem Plunder verkaufen. Aber erstmal brauchen wir und noch nichts. Pfanne, können wir die denn mal benutzen? Nee, warum können wir die denn nicht benutzen? Ich würde gerne wissen, wann wir die benutzen können, damit wir unser Fleisch braten können. Haben wir hier noch irgendwas, bevor wir da rausgehen oder so? An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Ich dachte, dass... Okay, kommt hier einer hin? Immer wieder dieselben. Nein. Speicher mal eben. Hab zwar gerade eben erst gespeichert, aber das ist eine Truhe. Und wir haben ja einen Dietrich, ne? Müssen wir doch aufbekommen, das Ding. Und hier kommt auch keiner hin, der uns jetzt irgendwie sagt, wir sollen hier abhauen. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Lol, wir haben keinen Dietrich mehr und der ist direkt abgebrochen, der erste. Also laden wir mal eben. Also, aber wir könnten die knacken. So, zack, wir versuchen es einfach eben nochmal eben. Dammit, wieder abgebrochen. Also ich habe jetzt gerade links habe ich jetzt gemacht. Jetzt machen wir einfach links. Speichern mal eben direkt davor. Ich will die Truhe direkt knacken, wenn wir die natürlich knacken können. Wäre natürlich ziemlich nice. Speichern direkt hier vor, dann brauchen wir den Stück nicht laufen. So. Also links, absolut rechts. Oh, okay, links, rechts auf jeden Fall. Laden. Nicht so viel quatschen hier. So, links, rechts, rechts, links. Ah. Hast du recht. So, links, rechts, rechts. Profi. So. Links, rechts, rechts, rechts. Klar, ist da haben wir es auch offen. Ein Kram, wow, gebratenes Fleisch und eine Spitzhacke, gut. Also das ist schon mal besser als nichts. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch den Dietrich nicht verschwendet. Gut, Job. Haben wir die auch schon mal. Da oben steht auch noch einer, mit dem wir labern können. Aber ich würde gerne... Was haben wir hier? Hier hört sich doch noch ein Fleisch... Oh, Fleischfliegen! Pflanzen! Die will ich umnieten. Mit Erfahrung. Treff sie nicht! Ah, sie sind zu klein. Ich will aber die Erfahrung haben. Ich weiß nicht, ob die... Der ah, da haben wir eine. Nice, da haben wir die nächste. Komm auch du, dich Mistviech erwische ich auch noch. Stirb, Opfer. Jawohl, nice. 30 Erfahrung. Und das Fleisch natürlich mit, das kann man nämlich futtern. Oder braten.
Zack. So. Das war doch schön eine freie Erfahrung. So, jetzt hier auch durch den Eingang durch. Muss mich echt an die Steuerung ein bisschen gewöhnen. Weil ich ja hier nur mit W, Q und E laufe. So, wir sind jetzt gleich einmal rum und hier hört es sich an, als wenn hier eine Schmiede wäre. Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Karim. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Du bist wohl wirklich gerade erst reingeworfen worden. Nichts damit zu tun. Sonst hättest du schon von mir gehört. Ich bin der beste Kämpfer, den dieses dreckige Lager je gesehen hat. Geklärt. Okay, der hat uns ja viel zu sagen. Also, der ist der beste Kämpfer und hier scheint die Arena zu sein dann. Sprechen wir einfach hier mit dem Nächsten. Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Arena. Organisiere die Wetten, heure neue Kämpfer an und so weiter. Okay. Ich will mich dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Wenn du es schaffst, mich zu beeindrucken, vielleicht. Einige der besten Kämpfer aller drei Lager kommen hierher, um sich zu messen. Fordere einen von ihnen heraus und kämpfe gegen ihn. Je nachdem, wie gut du dich schlägst, wird mein Urteil über dich ausfallen. Ja, okay, dafür sollten wir, das werden wir auf jeden Fall machen, aber dafür sollten wir wahrscheinlich erstmal, dass wir, sollten wir erstmal dafür sorgen, dass wir bessere Kleidung und Waffe bekommen. Ich dachte, das alte und das neue Lager verstehen sich nicht besonders gut. Wieso lasst ihr ihre Leute hier kämpfen? Ganz einfach. Wenn es hier einmal die Woche einen Kampf gibt, sehen es die Buddler am liebsten, wenn einer der Banditen aus dem neuen Lager was aufs Maul bekommt. Wenn einer von denen kämpft, wird mehr gewettet. Das ist gut. Ich persönlich kann die Schweine aus dem neuen Lager ja nicht ausstehen, aber Geschäft ist nun mal Geschäft. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Ist klar, was will er denn haben? Einhänder, okay, 10 Lernpunkte, 50 Erz, also da können wir auf jeden Fall was lernen. Was können wir hier wetten? Ich will wetten. Aber im Moment findet kein Kampf statt. Der nächste Kampf ist in ein paar Tagen. Er wird vorher angekündigt. Okay. Wer ist denn hier der Schmied? Ist der Schmied? Was machst du hier? Ich? Ich kämpfe für den Ruhm des Schläfers. Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt, um für den Schläfer zu kämpfen. Zu seiner höheren Ehre kämpfe ich, auf dass alle Ungläubigen sehen, wie stark ich dank seiner Macht geworden bin. Was ist der Schläfer? Bei uns im Lager findest du Priester, die dir diese Frage besser beantworten können als ich. Ich will dir nur so viel sagen. Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat uns an diesen Ort geführt und er wird uns auch wieder hier herausholen. Du meinst, ihr wartet darauf, dass euch euer Gott befreit? Ja, und das Warten wird bald ein Ende haben. Die Vorbereitungen für eine große Anrufung laufen schon. Kannst du mir den Weg zu eurem Lager beschreiben? Hier im alten Lager sind immer einige Novizen, die Neuankömmlinge wie dich in unser Lager begleiten. Du musst sie nur ansprechen. Okay. Da noch? Was ist das für eine große Anrufung, die ihr plant? Unsere Propheten sagen, die gemeinsame Anrufung des Schläfers sei der Schlüssel zur Freiheit für uns alle. Wenn du mehr darüber erfahren willst, begib dich zu uns ins Lager. Okay, Du kämpfst in der Arena? Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt, um für den Schläfer zu kämpfen. Zu seiner höheren Ehre kämpfe ich, auf dass alle Ungläubigen sehen, wie stark ich dank seiner Macht geworden bin. Ja, dann, ich glaube, das habe ich gerade schon gefragt, oder? Naja, auf jeden Fall haben wir mit dem jetzt gesprochen, mit dem können wir auch kämpfen. Da drin in der Arena ist auch noch einer, mit dem ich eben quatschen will. Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. mal gucken, was er sagt. Jetzt, warte mal, ich will ja eben speichern davon nicht, dass wir jetzt direkt kämpfen müssen, weil dann kriegen wir wahrscheinlich dick auf die Fresse. So, jetzt eben nochmal neu anlabern. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen.
Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken. Und erzähl mir was von draußen. Okay, gib mir ein Bier rüber. Hier, nimm. Oh, danke. Ich fürchte, von draußen kann ich nicht viel erzählen. Sie haben mich fast 2 Monate in einem dunklen Loch gefangen gehalten, bevor sie mich hereingeworfen haben. Schade. Na, was soll's. Hey, für 2 Monate Kerker siehst du aber noch ziemlich gut aus. Ich werde zusehen, dass das so bleibt. Warum willst du dann unbedingt gegen einen von uns antreten? Ich will Anerkennung im Lager finden. Bei Sketty, meinst du? Hm. Er ist einer der einflussreichsten Leute hier im Außenring. Wenn du mich besiegst, könnte ihn das schon beeindrucken. Aber wenn du ihm richtig imponieren willst, müsstest du Karim umhauen. Ich fürchte nur, er ist viel zu gut für dich. Falls du immer noch gegen mich kämpfen willst, sag mir Bescheid. Aber ich werde dir nicht gerne die Fresse polieren. Okay, also haben wir den jetzt auch schon mal. Der wird auch gegen uns dann kämpfen. Dann hätten wir den auch schon mal so bereit. Aber wir werden auf jeden Fall eine Rüstung vorher brauchen, auch wenn es irgendwie nur so eine Buddlerhose ist oder irgendwie sowas, wie die Dinger heißen. Zumindest ein bisschen Schutz am Sack haben. Und vielleicht ein Schwert, das nicht rostig ist, sondern normales. Wir werden vielleicht noch ein bisschen trainieren müssen. Aber jetzt begeben wir uns einfach mal hier oben im Außenring hier noch weiter rum. Lass mich mal vorbei. Die habe ich noch nicht gesprochen, oder? Hey du. Wenn du dein Schutzgeld loswerden willst, heute ist nicht der Tag. So, und warum nicht? Weil ich gar nicht da bin. In seiner Haut würde ich trotzdem nicht stecken. Wo bist du denn? Eigentlich bin ich in der Burg am großen Lagerfeuer und trinke ein Bier. Wie kommt es dann, dass wir beide uns unterhalten? Neck ist verschwunden. Er ist normalerweise für dieses Viertel verantwortlich. Bis er wieder da ist, hat Torus mich hier eingesetzt. In der Geschichte muss aber was dran sein. Weißt du, wo Neck geblieben ist? Nein, und ich werde es auch nicht rausfinden. Wenn einer was weiß, dann die Butler aus diesem Viertel. Aber die Butler reden nicht mit Gardisten. Vor allem nicht jetzt. Denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier verabscheue. Und insgeheim lachen sie sich über mich tot. Ja, dann kann ich doch mit denen sprechen, oder? Wegen Neck? Ja. Noch nichts Neues. Okay. Halt mich auf dem Laufenden. Warum sammelst du nicht trotzdem Schutzgeld? Kurz bevor er verschwunden ist, hat Neck noch einmal alle kräftig zur Kasse gebeten. Da ist nicht mehr viel zu holen. Ah, hat er sich bestimmt mit der Kohle auf den Staub gemacht, oder? So, dann werden wir natürlich mit den Buddlern sprechen. Gucken, ob die jetzt sowas sagen. Ja, die haben ja nichts Wichtiges zu sagen. Ich gehe mal einmal bei einem eben durch, schnell. Wie steht's? Du wirst es auch noch lernen. Immer wachsam bleiben, selbst nachts. Ich habe schon seit Tagen nicht mehr richtig geschlafen. Und wer hier in der Kolonie nicht schläft, sitzt die doppelte Zeit ab. Ja, okay, der hat aber auch nichts Neues, oder? Wie finde ich? Okay, da ist auch nichts Vernünftiges. Wer ist hier der Boss? Gomez, er lebt in der Burg. Aber wir Buddler haben immer nur mit seinem Gardisten zu tun. Am besten ist es, wenn sie dich gar nicht bemerken. Sobald du hier auffällst, hast du ein Problem. Okay, also die haben jetzt nichts zu sagen. Dann muss ich wahrscheinlich Buddler finden, die so eine hübsche Kleidung tragen, die was zu sagen haben. Schatten. Was ist denn da oben noch? Mal gucken, wer da oben ist, ob der einen Namen hat oder ob der da nur steht. Der jetzt Gardist stand da jetzt gerade. Ja. Okay, hat er also nichts zu sagen. Wahrscheinlich ist er nicht. Hallo. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist neu hier, oder? Vor kurzem angekommen. Hast du dir schon überlegt, welchem Lager du dich anschließen willst? Nein. Was würdest du mir raten? Kommt drauf an. Jedes Lager hat seine Vorteile, denke ich. Bis du dir es überlegt hast, kannst du hier wohnen. Es ist gerade eine Hütte frei geworden. Welche von den Hütten kann ich für mich nehmen? Die Hütte da oben, mit dem kleinen Vordach, ist frei. Nice, dann haben wir also schon mal eine Hütte. Und ich würde sagen, das Gespräch führen wir dann in der nächsten Folge weiter und fragen den nochmal, was er davon hält, welchem Lager wir uns anschließen sollen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, ciao, Leute.